Ja, und jetzt? Was mache ich jetzt? Ja, schön. Ey, das ist jetzt ein Scherz! Alter Verwalter! Ja, Gesundheitsamt kann gern kommen, ich bin da. Hier läuft alles mit rechten Dingen zu. So, rauf die Erdbeermarmelade da jetzt! Was geht, meine Party People, und herzlich willkommen zum besten Kanal auf ganz YouTube! Wir machen heute einen Pizzasimulator! Wenn ihr einen Teil 2 sehen wollt, dann gibt es dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Bei 100 Likes machen wir das Ganze. Und ansonsten gehen wir jetzt rein. Ich bin verkleidet wie Mario, damit da absolut nichts schief geht. Adios, amigo. Let's go. Insalata, Mister. Rein da in das Ding. Wähle Zutaten. Jawohl, Alter. Ich kann da nichts drücken. Hühnerbrust, Prosciutto und italienische Wurst. So, jetzt geht's aber los. Jetzt machen wir nochmal was Gescheites da. Jetzt machen wir klein Margarita. Margarita, Pizza Margarita. So, Margarita mit einer Soße. Ein bisschen Erdbeermarmelade auf da. Gut, Spitze, Mozzarella geschnitten, 60 Gramm, 60, Basilikum, nein, jetzt habe ich mich wieder verdruckt, der Basilikum ist da oben, Basilikum, das muss alles zack, zack gehen da, zack, zack, und in den Ofen das Ding, wo ist denn der Teil, wo habe ich das hingelegt? Holz eine. Holz, Holz eine in den Ofen, Holz, Holz, eine, zack, Eiweiße, eine, warum liegt das überhaupt am Boden? Klein. Ach, tu mir den Tag da weg, hey. Gott im Himmel. Oh, stell das her da. Machen wir erst ein Basilikum, das gehört so. Nondi-Sauce. Ja! Wahrscheinlich, oder? Hast du jetzt einen drunter? Ja, sicher tue ich ihn drunter. Ich kann jetzt zaubern. Da nix sonst. So, wo ist das Teil jetzt da? Ja, da. Und fahr mal. Und geh mal. Eine mit dem. Passt. Gut. Super. Hotela. Mann, das wollte ich nicht so. Ja, schau, wie dumm der das hinlegt, als ob er es... Kann er es nicht von unten? Nein, er muss von oben runterschmeißen! Eben. Dieses Rezept erscheint ab morgen in deiner Bestellung. Ja, schön. Bin ich nichts mehr da, morgen habe ich gekündigt. Wie tönt das aus, Alter? Hallo. Was ist denn das? Ha! Was ist denn das? Das war's, oder wie? Das ist da rausgekommen aus dem dicken Karl. Jo, schau, das schaut schon besser aus. So, abstellen noch. Passt, super. Mann! Ey, jetzt habe ich schon wieder den Teig abgeschmissen. Ey, alter Schwede, mich geht das so am Nerv. Wo stellen wir das hin, dass es nicht runterfliegt? Ich bin wieder der ganze Tag aus. Mann, ich hab keine Nerven mehr für den Scheiß. Jetzt ist er Ruhe da. Leg das irgendwo hin da. Immer Ruhe, hey, mit dem gottlosen Tag. Hey, ich krieg einen Unfall, wirklich. Meine Güte, nein, ich mach das psychisch fertig da, die Kacke, wirklich. Da, Alfredo, das brauchen wir jetzt. So, das gehen wir jetzt einkaufen. Wahrscheinlich passt ja nur eine, oder? Jo, na, wer das so sein? Wie ist das jetzt nochmal gegangen? Knoblauch? Und wie kann ich da jetzt alles eintun, was mit Knoblauch zu tun hat? Na! Wie hole ich das außer wieder? Wir schließen für heute und nehmen keine neuen Bestellungen mehr auf. Okay, was war es denn hier? Ist das genug Knoblauch? Zu viel. 150 Gramm Mehl in den Mixer. Oh, das war zu viel. Scheiße, wir haben 400 Gramm genommen. Ist egal. Voila, Sauce Alfredo. Alles egal. So, schmeißen wir in die Ecke. Was ist denn da los? Warum liegen da so viele Scherben? Wir brauchen eine Teller. So. Oh, Scheiße! Was ist denn da los? Warum liegen da so viele Scherben? Warum liegen da unten Tomaten? Oh, da kann ich putzen. Machst du schnell sauber hier. Darf keiner sehen. Scheiße, wir haben es falsch gemacht. Das war die falsche! Das war die falsche Soße. Glaubt ihr, weil da schon Soße drauf ist oder was, kann ich das nicht drüber machen? Ja, und jetzt? Was mache ich jetzt? Scheiße, Alter. Die lassen wir einfach da liegen.
So, jetzt haben wir das Richtige. Alter, das schaut aus wie Dünnschiss von der Ente. Du bist wie meine kleine Sohn, eine Trottel. Ich geb das oben drauf, es geht unter die Soße. Macht dir keinen Sinn für mich. Alter, wenn da das Gesundheitsamt kommt, Alter, die sperren das Lokal direkt zu. Und ich geh in den Knast, so ein Ding ist das. Digga, was hat denn gepasst? Die Soße? Was, die Soße? Die hat doch gepasst, die Soße! Zwölf. Laber mich nicht voll mit deiner Soße, wirklich. Ich muss bald Teig machen. Ist ja fast kein Teig mehr. Oh, da liegt noch einer. Ja, den verwerten wir noch. Ist kein Problem. So schaut es aus, wenn der Pizzakoch beschäftigt ist. So, wir machen einen neuen Teig. Den machen wir jetzt. Den Neapolitanisch. Pizzateig Neapolitanisch. Hello, I'm under the water, please help me. Ich hatte wirklich gehofft, wirklich, dass das irgendwie in die Luft fliegt oder so. Aber die Pizza ist jetzt einfach nur schwarz. Das ist alles, mehr nicht. Alle, 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 feel the magic in the air. Alle, 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 und die Pizza geht in Müll. Ja, Gesundheitsamt kann gern kommen, ich bin da. Hier läuft alles mit rechten Dingen zu. Kein Problem. So, jetzt müssen wir die Würste schneiden. Also an alle Männer, die Angst haben um ihre Würste, bitte jetzt einmal wegsehen, weil jetzt wird die Wurst geschnitten. Spürt ihr es? Au! Es tut weh! Rein damit. So, das Pfeffer... Alter, das wäre jetzt fast beim Fenster rausgefallen. Ich schwöre bei Gott. So, rauf die Erdbeermarmelade da jetzt! Achtung, bitte einmal ducken! Dankeschön! Da kommen so viele Oliven drauf. Alter, Igitt, das ist doch grauenhaft. Ja, viel Spaß, Alter, beim Essen, Alter. Das wird eine scharfe Angelegenheit. Nur wenn die Gorgonzola im Kopf hat, wird man schon schlecht. Wirklich. Was, schaut sich das an, wie das ausschaut, Alter. Wie Schimmel. Für Teufel, Alter. Ey, aber jetzt Hand aufs Herz, bitte. Welcher gottverdammte Mensch isst eine Pizza mit Pesto, Gorgonzola, Thunfisch und Basilikum und Zwiebel? Alter Verwalter! Eine mittlere und eine kleine. Schau, da haben wir ein Ersatzding. Nehmen wir das mal, das hygienischere Teil. Scheiße. Scheiße. Wie kriege ich die da jetzt weg? Scheiße! Ach nee, was mache ich denn da? Oh, die verbrennt! Sie ist verbrannt. Egal, wir lassen sie drin. Die müssen wir nochmal neu machen, die Pizza, was im Ofen ist. Mann, was ist denn da los gerade? So. Hä? Ja, wird dir wohl nicht wahr sein, oder? Ey, das ist jetzt ein Scherz! Ey! Nee, das ist jetzt eine Frechheit! Ey, ihr wollt mich doch wirklich verarschen, Alter. Ey, ihr wollt mich doch... Ich hab's Game zerstört. Das war's. Ich hab's Game kaputt gemacht. Jetzt ja, bist du deppert, hey, das war eine Prozedur. Ach, scheiße, wir haben Candela vorbereitet. Ach, jetzt geht das wieder los. It's me, Mario. Klappt das? Das war's mit dem Video, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne den Kanal abonnieren. Wir stehen kurz vor den 10.000 Abonnenten. Bei den 10.000 gibt's ein geiles Abo-Special. Let's go. Rein das Ding. Nettes Kommentar da lassen, was ich noch so spielen kann. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Haut rein. Und...